nur ein kurzer Gedanke. Kommen wir zu einer neuen Ausgabe meiner Serie Nur ein kurzer Gedanke. Diesmal geht es um das Thema, wie sprechen oder wie schreiben wir über das Thema Demenz und wie darf das aussehen, wie soll es aussehen. Ich will mich nämlich nicht mit fremden Federn schmücken. Der erste Impuls zu diesem Gedanken kam von einem Gedanken eines Podcast-Hörers, der mir genau das schrieb. Der hatte sich auch geärgert unter anderem darüber, wie manchmal über das Thema gesprochen oder geschrieben wird. Und der zweite Impuls kommt vor ungefähr gut einem Monat, glaube ich, war es, im Spiegel erschien ein Artikel, anonymer Artikel einer Dame, die über ihr Leben mit ihrem an Demenz erkrankten Mann sprach und dort sehr, sehr verzweifelt war und ein sehr, sehr verzweifeltes Bild zeichnete. Darauf hat vor ein paar Tagen die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft reagiert und hat eingefordert, wenn Menschen so über ihre Probleme schreiben in solch einem Magazin, dann wäre es dringend vonnöten, dass man dann auch Anlaufstellen für betroffene Angehörige nennt und so weiter. Ich kann das gut verstehen, aber trotz und alledem stellt sich für mich natürlich die Frage, wie ehrlich kann oder darf man sein? Müssen andere das aushalten? Muss man immer noch ein Netz und einen doppelten Boden schaffen? Also wenn ich darüber schreibe, wie schlecht es mir geht als Angehöriger eines Demenzkranken, habe ich dann sozusagen auch eine Verpflichtung zu schreiben, aber es gibt auch andere, denen geht's ja doch besser und bei anderen läuft es besser. Ich glaube natürlich nicht. Andererseits kann ich aber den Einwand der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft gut verstehen. Die sagen, ja, aber das Ganze wird ja redaktionell bearbeitet und dann kann man darunter oder sollte man darunter mögliche Anlaufstellen für Leser, zum Beispiel betroffene Leser, denen solche Artikel sicherlich auch Angst machen, sollte man Anlaufstellen und andere Hilfen darunter schreiben. Also beides ist gut zu verstehen. Das, worüber sich jemand, der Herr aufregte oder der mir schrieb, dass ihn das ärgert, wie manchmal das Thema geschrieben wird, ist noch etwas anderes. Der sagte, manchmal geht es da nur um Katastrophenmeldung. Ja, es geht nur noch darum, wie katastrophal etwas ist, ohne die Sache überhaupt von verschiedensten Seiten zu beleuchten. Nämlich nicht von Betroffenen, sondern wenn Redakteure zu dem Thema schreiben. Redakteure von Magazinen, von Zeitungen. Und das geht ihnen vermutlich genauso, wie es uns allen geht, dass man häufig auch den Eindruck hat, dass diese Leute sich nicht vernünftig erkundigt haben und auch nicht wirklich viel Ahnung von dem Thema haben. Und das ist natürlich traurig, denn diese Artikel werden gelesen und diese Artikel, und das sollen sie ja auch eigentlich, die machen etwas mit denen, die sie lesen. Und insofern ist, denke ich, extrem wichtig, wenn man sich als Redakteur diesem Thema widmet, dass man dann sich auch gut erkundigen muss und dass man vielleicht Expertinnen oder Experten befragt vorher und mit denen darüber spricht. Das heißt ja nicht, dass man nicht diese Informationen dann selber in seiner eigenen Sprache wiedergeben kann. Aber ich glaube, Redaktionen haben dort eine große Verantwortung. Nicht die Verantwortung, die Realität zu beschönigen, sondern die Verantwortung, wenn es Möglichkeiten gibt, Wege aufzuzeigen, diese auch aufzuzeigen oder zumindest darauf verweisen, wo man Hilfe bekommt. Und ich denke, das sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist, ich glaube, es gibt ein absolutes Recht dazu, über das Thema auch so drastisch zu schreiben, wie man es erlebt als Betroffene, als Betroffener. Und das kann man auch als Redaktion genauso abdrucken, das sehe ich auch so. Aber wie gesagt, das andere ist dann noch dieser andere Weg, dass man zeigt zumindest, wo bekomme ich Hilfe, wenn es denn, und bei diesem Thema gibt es ja mittlerweile auch eine Menge Anlaufstellen, wo man zumindest eine erste Hilfe bekommt. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, über den ich mir auch viel Gedanken mache, denn wir erleben im Bereich der Demenz nämlich auch genau das Gegenteil. Wir erleben ja auch Leute, die sagen, ach ja, die leben einfach nur in einer anderen Welt oder es werden Demenzeinrichtungen an der Land genannt und sowas, nicht? Also frei nach, weiß ich nicht, Autoren wie Michael Ende oder so etwas. Diese Art von Beschönigung, ja, also die man in der Rhetorik oder in der Sprache Euphemismus nennt, ja, also die finde ich
auch, die finde ich wirklich unerträglich. Also so zu tun, als ob das eigentlich überhaupt kein Problem ist. Wir hatten das auch mal in der Fachwelt sozusagen, als diese sogenannte White House-Debatte kam, ja, wo es darum ging, dass sozusagen die Demenz ja nur pathologisiert werde, würde und dass es im Grunde eine Form natürlichen Alterns ist. Und da sage ich einfach nur ganz deutlich, egal ob es eine Form natürlichen Alterns ist oder ob es eine besondere krankhafte Form des Alterns ist, selbst wenn diese Leute recht hatten, was sie nicht haben, meine ich, dann ändert es nichts daran, wie schrecklich es für Betroffene und für die Umgebung, für Angehörige ist. Und ich denke, das sollten auch gerade in der Fachwelt Menschen berücksichtigen, zu sagen, ach, wenn ich mal dement bin, dann muss man mir nur das und das geben und dann habe ich dann ja immer noch ein schönes Leben. Nein, so einfach ist die Welt nun einfach auch nicht. Und so ein Anderland gibt es nicht, denn sie leben als Demenzerkrankter weiterhin in dieser Welt. Und in dieser Welt brauchen sie Hilfe. In diesem Sinne, das sind meine Gedanken dazu. Was meinen Sie? Nur ein kurzer Gedanke.